Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es juicy und ich freue mich darauf, weil ich vorher noch nie so ein ähnliches Video gedreht habe. Also es gibt definitiv bisschen Tee zum Spillen. Ich hoffe übrigens, dass die Tonqualität in dem Video besser ist. In meinen letzten zwei Videos war meine Stimme irgendwie extrem tief und das lag tatsächlich an meinem Mikrofon. Ich habe schon versucht, das auszugleichen, aber es ist euch trotzdem aufgefallen und ein paar Leute haben mir geschrieben, wieso meine Stimme so tief ist. Ich und Technik, Leute, ich und die Mikrofone, das passt einfach nicht zusammen. Bevor ich mit dem Video starte, gibt es noch ein kleines Announcement. Und zwar wurde meine eigene selbstdesignte Halskette mit Ana Luisa gerestockt. Die Kette ist ja vor ein paar Monaten rausgekommen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich habe eine nachhaltige Kette designt. Es gibt ein eigenes Announcement-Video, wie das Ganze zustande gekommen ist. Könnt ihr euch hier anschauen oder in der Infobox. Es war crazy. Sie war wirklich innerhalb von einem Tag komplett sold out. Ich trage die Kette wirklich jeden Tag. Sie ist mein Glücksbringer, aber sie wertet auch Outfits irgendwie so gut auf. Ihr findet den Link in der Infobox. Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ihr mir schickt, dass ihr die Kette tragt. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, meine Kreation an euch da draußen zu sehen. Also checkt die Kette unbedingt aus. Kooperationen, die ich bereue. Falls ihr mich noch nicht kennt und gerade auf meinen Kanal gestolpert seid, würde ich mich erstens total über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen und zweitens wäre es ganz gut für euch zu wissen, dass ich schon seit mittlerweile 4 Jahren selbstständig bin. Das heißt, ich habe mich mit 18 Jahren selbstständig gemacht, mit dem, was ich hier mache. YouTube, Instagram, yada yada yada, ich bin in das Ganze reingerutscht. Also dementsprechend hat sich in diesen 4, 5 Jahren ziemlich viel angesammelt. Ich habe schon mit vielen Firmen kooperiert und da haben sich auch ein paar, ja, schwarze Schafe rauskristallisiert, mit denen ich heutzutage nicht mehr zusammenarbeiten würde, beziehungsweise wo ich vielleicht dann auch irgendwo einen Fehler gemacht habe, weshalb ich die Kooperation dann bereut habe. Und das würde ich heute ganz gerne mit euch teilen. Die ersten zwei Kooperationen, die ich bereue, haben so ein bisschen was gemeinsam. Und zwar ist es die Number One Golden Rule. Wenn ihr irgendetwas unterzeichnet, irgendeinen Vertrag, auch wenn da irgendjemand dahinter steht, der euch Druck macht, der euch sagt, unterschreibt das so schnell wie möglich, sonst bekommst du den Job nicht. Tut es nicht. Lest euch immer alles ganz, ganz genau durch. Ich muss sagen, für mich, weil ich halt wirklich sehr, sehr jung in das alles reingerutscht bin, war es halt super schwer von Anfang an sozusagen ready für das Ganze zu sein. Das heißt, ich musste halt wirklich durch meine Fehler lernen, worauf man wirklich achten muss. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man jede kleine Klausel durchlesen sollte, weil da vielleicht irgendwo drinstehen könnte, dass diese Firma dein Bildmaterial, was sie eventuell von dir machen, zur freien Verfügung haben. Für immer. Und das ist mir passiert mit der Airline Wizz Air. Also wenn ich an diese Kooperation zurückdenke, kriege ich echt den Ick, weil an sich war das eine Anfrage, die war super cool. Also es ging um so eine Mystery-Reise und wo ich eben, also ich glaube, das Video ist auch noch online auf meinem Kanal. Ich finde jetzt nicht so, dass ich sage, okay, dann lösche ich es halt runter. Ist ein schönes Video geworden. Es war so eine Mystery-Reise, wo ich halt einen Vlog gedreht habe und dann rausgekommen ist, wo wir waren. Das war dann Valencia. Und dort musste ich dann noch, ich glaube, 5 Instagram-Postings machen und Stories und alles drumherum. Und ja, es war ein sehr unterbezahlter Job, aber ich fand die Idee einfach cool. Ich fand es cool, mit einer Airline zusammenzuarbeiten. Sie haben mir eben ein Honorar angeboten, was sehr, sehr unterbezahlt war für die ganzen Leistungen. Und dann eben, dass ich ein Jahr lang gratis mit ihnen fliegen kann. Das Ganze hat sich dann irgendwie verschoben, weil man da super lange niemanden irgendwie erreichen konnte, weil da dauernd die Manager gewechselt haben, das heißt im Endeffekt. Und wirklich geflogen bin ich dann auch nicht. Ich bin einmal zu einer Freundin nach Lissabon geflogen, das war's, muss ich ehrlich sagen. Weil ich dann halt an dem Punkt war, wo ich mir dachte, okay, ich will eigentlich nicht jedes Wochenende irgendwo hinfliegen. Das ist extrem schädlich für den Planeten. Also war das eigentlich für mich, ja, nicht der beste Deal, weil ich halt davon nicht mehr wirklich Gebrauch machen wollte. Also klar, ab und zu wohin fliegen, aber es war dann auch so eine Zeit, wo ich dann nicht wirklich wohin fliegen konnte, so, weil ich andere Verpflichtungen hatte. Aber das sind alles Dinge, worüber ich noch hinwegschauen kann. Das, was mich richtig, richtig abfuckt bis zu diesem Tag, ist, dass in diesem Vertrag ganz klein, wo drin stand, dass sie jegliches Bildmaterial, was sie auch selber auf diesem Trip machen, verwenden können. Diesen Vertrag hat jeder von den 150 Passagieren bei diesem Trip, weil es wurden auch Plätze verlost, ich habe auch ein Gewinnspiel gemacht und alles. Jeder, der dort mitgeflogen ist, hat diesen Vertrag unterschrieben. Also es war jetzt nicht so, dass ich die einzige Person gewesen wäre, die drauf reingefallen wäre. Es war ein Flug in der Früh, wir sind dorthin geflogen und die haben halt Fotografen mitgehabt auf dem Trip und die haben halt dort Fotos gemacht und zu meinem Pech haben sie genau das Foto von mir verwendet, wo ich in diesem Flugzeug sitze,
beim Check-in. Falls ihr irgendwann mal mit Wizz Air geflogen seid und eingecheckt habt und dort ein Foto gesehen habt von einem Mädel mit braunen Haaren, lachend, mit einem hellbraunen Pulli in den Sitzen, that's me. That's me. Und ich habe kein Geld dafür bekommen. Nix, nada, 0 Cent. Sie können dieses Foto für immer verwenden auf deren Website. Also für alle, die sich nicht auskennen, normalerweise muss man Bildrechte kaufen und das Ganze wäre dann so jährlich und jedes Jahr müssten die Rechte erneuert werden und das ist dann, kann schon mal eine ganz schöne Summe sein. Dann die zweite Kooperation war eine Kooperation mit dem Film Alita Battle Angel. Fand ich mega geil. Ich finde den Film immer noch cool. Ich habe ihn letztens wieder angesehen. Also ich habe in meiner Instagram-Story eben so Tickets verlost, um 15 oder 20 Minuten vorab schauen zu können im Kino und ein Meet and Greet mit mir. Dafür wurde ich auch gebucht. Das war eigentlich alles cool. Ich fand das Event cool. Ich fand den Film mega. Und dann war ich irgendwie vor Ort und sie haben halt gefragt, ja, kannst du kurz in die Kamera sagen, wie du den Film fandest? So. Und ich war dann noch so in dem Mindset, okay, sei super nett zu den Agenturen, vielleicht tu ihnen mal so einen Gefallen, dann kommen sie vielleicht wieder auf dich zu. Kompletter Bullshit. Also würde ich heute auch nicht mehr machen, muss ich sagen, weil wenn dich jemand wirklich toll findet, dann würden diese Agenturen auch für den Service bezahlen, den sie von dir haben wollen und sich nicht auf Nettigkeiten verlassen. Aber das war mein Thinking damals. Auf jeden Fall habe ich dann kurz in die Kamera gesprochen, wie ich den Film fand. Und dann wollte ich eigentlich relativ zügig raus, weil schon jemand auf mich gewartet hat. Ich wollte nach Hause, ich musste aufs Klo. Und dann hat mir irgendjemand von der Agentur so einen Wisch in die Hand gedrückt. Und ich habe halt gefragt, was das ist. Und sie so, ja, das hat jeder unterzeichnet. Unterzeichnet das schnell, das ist wegen dem Film und so. Sozusagen eine Schweigeerklärung. Also es ist eigentlich eh normal, wenn man bei so einer Pressevorführung ist von Kinofilmen, dass man dann wirklich so eine Verschwiegenheitspflicht unterzeichnen muss, dass man nicht frühzeitig darüber postet. Und ich war so dumm und naiv und hab's einfach geglaubt. Ich habe nur kurz drüber gelesen, hab's unterzeichnet und was ist dann passiert? Ein paar Wochen später waren die Szenen mit mir, wo ich über den Film gesprochen habe, in jedem fucking Cineplex zu sehen, wurde ausgestrahlt als Werbung für den Film. Das heißt, die Agentur hat ordentlich abgecashed von Konstantin Film oder was das war und ich habe dafür nichts bekommen. Beste Leben. Bereue ich auch bis heute noch sehr, aber ich weiß jetzt wenigstens, Michelle, lies jedes fucking Papierteil durch, was auch wenn es nur so klein ist. Lies es durch. 3-mal, 4-mal. Scheißegal, wie lange das dauert, wenn du noch wohin musst oder unterzeichne es einfach nicht. Kandidat Nummer 3, das ist ein Bekleidungsunternehmen. Und zwar ist das Otto Versand. Mit Otto Versand habe ich zusammengearbeitet 2017. Also das ist wirklich schon sehr lang her. Ich war dort, glaube ich, 18 Jahre alt. Also auch noch sehr jung und habe mich dann noch in das alles irgendwie reingefuchst. Und sie sind auf mich zugekommen und wollten ein Werbevideo buchen für YouTube. Sie wollten, haben in den Bikini-Haul-Videos gesehen, die wirklich sehr gut geklickt waren damals und wollten auch was buchen. Für mich war es schon allgemein ziemlich schwierig, dieses Video umzusetzen, weil ich fand die meisten Bikinis dort absolut nicht schön. Kann ich jetzt ja mal ehrlich sagen. Ich habe mir die rausgesucht, die halt sehr simpel waren und habe mir gedacht, okay, ich kann das umsetzen, das passt eigentlich. Dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt und ich habe, was habe ich damals bekommen? Ich glaube 2.500 Euro. Klingt krass viel, ist auch viel Geld. Ihr müsst aber denken, die Hälfte davon muss ich sowieso weglegen für Versicherung und Steuern und so weiter. Und für die Aufrufe, die das Video bekommen hat, war das nicht mal ansatzweise genug. Was mich aber an dieser Kooperation so verärgert hat, waren jetzt nicht meine fehlenden Verhandlungsskills, als ich 18 Jahre alt war, sondern wie die Kooperation gehandhabt wurde im Endeffekt. Also ich habe dann, nachdem das alles abgegeben wurde und das Video live war mit den Links und so weiter, habe ich dann Feedback bekommen. Und dieses Feedback, also ich habe jetzt auch nochmal reingeschaut, man liest das natürlich mit 22 nochmal als anders, wie wenn man jetzt 18 ist. Aber dieses Feedback, muss ich auch heute sagen, war wirklich sehr von oben herab formuliert und auch wirklich einfach komisch. Ich habe es noch öffentlich, okay, das wird gleich mal auf privat gestellt. What? What the fuck? Okay, dieses Video hat fast... Dieses Video hat über 900.000 Aufrufe. Dieses Video hat fast 1 Million Klicks. Also was ich allgemein sagen kann, es gab da noch irgendwelche Issues mit der Rechnung oder so, wo ich dann ein bisschen ungeduldig war, als ich dann nach 4 Wochen, weil es irgendeinen Fehler gab, also ich habe mich irgendwie dauernd gemeldet und mir hat niemand gesagt, dass die Rechnung nicht richtig geschrieben war und dann habe ich nochmal extra lang aufs Geld warten müssen. Das ist alles
kann passieren, so, ich habe mich auch sicher manchmal nicht formal, formell genug ausgedrückt. Ich war halt 18 und neu mit den Sachen, aber ich habe halt alles abgeliefert zum richtigen Zeitpunkt, was sie haben wollten. Ich glaube, sie wollten noch irgendwas geändert haben. Hier haben wir das Feedback von der Ansprechperson, die ich damals bei dieser Kooperation hatte. Und die E-Mail ist folgende. Hey Michelle, anscheinend hast du noch nie mit großen Firmen gearbeitet. Smiley. Und ich denke mir so, okay. Also das ist halt so, du kannst es dir auch sparen. Weißt du, so wenn irgendwas nicht passt, dann schreib doch, hey, das und das macht man normalerweise so oder irgend sowas in die Richtung. Und nicht sowas, es ist halt so passiv-aggressiv. Natürlich sind wir bemüht, deine Rechnung so schnell als möglich abzuwickeln, aber deine ist nicht die einzige. Gib dir einen Tipp, wenn du in nächster Zeit mit so großen Firmen wie wir es sind zusammenarbeiten solltest, erwarte das Geld nicht vor 4 Wochen, vor allem nicht in der Urlaubszeit. Außerdem würde ich dir gerne auch noch mein Feedback zu unserer gemeinsamen Kampagne mitgeben. Positiv, Doppelpunkt. Was mich sehr gefreut hat, war, dass du sehr schnell zu erreichen warst. Das erleichtert einiges und ist sehr selten der Fall, wenn man mit Influencern zusammenarbeitet. Du bist auf unsere Forderungen sehr gut eingegangen, wo ich aber im negativen Punkt noch einen kleinen Abstrich machen muss. Dein Video war authentisch und ist von unseren Kollegen sehr gut und positiv aufgenommen worden, außerdem auch anscheinend von deiner Community. Ich versuche mir zu sagen, dass das wirklich auch von einem guten Standpunkt aus gekommen ist, dass die Person mir Feedback geben wollte, um mich zu verbessern. Aber ich persönlich finde es dann doch irgendwie sehr übergriffig, mir einfach so eine fette Nachricht zu schreiben, ohne dass ich nach Feedback gefragt habe. So, also ich weiß nicht, als Firma, man könnte ja sagen, hey, wir hätten Feedback für dich. Oder wenn man als Firma nicht zufrieden ist, dann arbeitet man nicht nochmal mit dem Influencer zusammen. Ich hab's einfach, ich verstehe es wirklich bis heute nicht und es ist mir bis heute auch nicht wirklich untergekommen. Negativ, Doppelpunkt. Womit sehr viele ein Problem hatten, war dein Preis. Wir waren gerade im Zeitdruck und sind dadurch auf deine Forderung mehr oder weniger, sagen wir mal, blind eingegangen. Ich hoffe, du siehst die nächsten Sätze, die ich jetzt schreibe, als konstruktive Kritik und bist mir nicht böse dafür. Ich glaube nicht, dass es viele Firmen, in Klammer, ich vermute keine, die dir für den Preis und die Qualität, die du produzierst, 2500 Euro zahlen wird, außer wir jetzt einmalig, Smiley. Das heißt nicht, dass dein Inhalt schlecht ist. Was ich sagen will, ist, du solltest an deiner Videoqualität und Videoplanung etwas schrauben. Du als YouTuberin solltest es ja am besten wissen, dass es nicht mehr genug ist, Kamera hinzustellen und auf Aufnahme zu klicken. Hardcore getriggert. Also, ich für meinen Teil weiß, dass ich schon damals mit einer wirklich extrem hochwertigen, teuren Kamera, die über, was weiß ich, 1700 Euro gekostet hat, gefilmt habe. Und jeder, der mich kennt, jeder, der mich schon schaut, seitdem ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, mit 16 oder so, weiß, dass ich mir schon immer überdurchschnittlich viel Mühe bei meinen Videos gegeben habe, im Schnitt und beim Filmen. Also allgemein von der Ästhetik, aber auch im Editing danach. Vor allem ist es ja auch so, dass die Firma mich ja gesehen hat und mein Content gesehen hat, bevor sie mich gebucht hat. Und dann nicht mit der Qualität zufrieden zu sein, die sie gebucht haben, finde ich halt ultra weird, weil ich habe nichts irgendwie anders gemacht oder schlechter gemacht oder so. Ich habe immer mein Bestes gegeben und der Punkt mit, womit viele ein Problem hatten, war dein Preis. Finde ich halt einfach komplett bescheuert, muss ich ehrlich sagen, das jemandem zu schreiben. So. Man kann sich als Firma denken, so, man kann sich denken, boah, ist das teuer, ist nicht gerechtfertigt, I don't know, man kann sich's denken. Aber ich gehe doch auch nicht hin zu einem Fotografen, zu einem Zahnarzt und wenn, keine Ahnung, zu einem Designer und wenn der Preis hoch ist, sage ich doch auch nicht, ja, das ist aber nicht gerechtfertigt, das ist ja nur ein bisschen hier Kamera aufstellen und da ein paar Sekunden. That's not how it works. Okay, und bezüglich dem Preis, dass 2500 Euro zu teuer sind, das Video hat fast 1 Million Aufrufe bekommen. Videos, die ungefähr in dieser Range sind, bei 1 Million Aufrufe, dafür kannst du zwischen 100 und 150.000 Euro verlangen, würde ich sagen. Pi mal Daumen, habe ich noch nie gemacht, weil ich bin ein kleiner Kanal, aber wenn man das Ganze mal irgendwie so hochrechnet, wäre das irgendwie so, auch wenn es eine große Price Range ist, die Range, die man für sowas bezahlen müsste. Und dann halt noch so frech zu sein und auf jemanden zuzukommen und zu sagen, das war zu teuer, finde ich halt wirklich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Es ist einfach wichtig, dass du gegenüber Firmen einen professionellen Auftritt hinlegst, um auch erfolgreiche Zusammenarbeiten zu fördern. Eines noch, dann bin ich durch, Smiley. Wenn gewisse Sachen geändert gehören, dann mach es.
egal ob das heißt, du musst den Anfang des Videos nochmal aufnehmen. Immerhin zahlen dir Firmen dafür, dass du ein Video machst und das gar nicht wenig. Ich bin so getriggert von dieser E-Mail. Ich bin so getriggert. Außerdem haben Affiliate-Links von anderen Firmen nichts in der Beschreibung zu suchen. Wenn du ein Werbevideo für eine Firma machst, monetarisieren ist okay. Ich hoffe, du siehst die Kritik aus der richtigen Perspektive. Ich glaube, es kam von einem guten Place irgendwie, irgendwo. Ich bin mir 1000% sicher, dass ich damals nicht so professionell aufgetreten bin wie jetzt. Wie gesagt, ich war neu, ich war jung, so... Man lernt dazu. Das mit den Affiliate-Links oder so, das ist aber auch immer von Firma zu Firma verschieden, von dem heutigen Punkt aus gesehen. Also ja, ich finde halt einfach, wie es geschrieben ist, ist halt wirklich mad disrespectful. Also wenn gewisse Sachen geändert gehören, dann mach es. I don't know. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin bis heute immer noch schockiert von dieser E-Mail, dass man sich über sowas aufgeregt hat, obwohl man fast 1 Million Klicks bekommen hat. Yes, also Otto-Versand ist für mich einfach durch. Und last but not least, unser aller All-Time-Favorite, Oceans Apart. Ja, auch ich habe mit Oceans Apart zusammengearbeitet und ich muss sagen, ich bereue es. Das war, glaube ich, Anfang 2020. Da waren sie noch gar nicht so bekannt und ich habe mich einfach gefreut, weil das Branding war ein nachhaltiges Sportswear-Unternehmen, Startup und ich dachte mir so, cool, fehlt. Ich habe nicht wirklich viel Recherche betrieben damals. Ich habe die Sachen auch noch hier. Ich zeige es euch. Ich habe echt viele Sachen bekommen und da kann ich euch eigentlich gleich auch so einen kleinen Qualitätstest geben. Ich wollte eigentlich schon so ein eigenes Video dazu drehen, aber ich glaube mittlerweile mit Offen und Ehrlich, mit Saschka wurde das Ganze schon gut abbearbeitet. Ich habe mit denen zusammengearbeitet und dafür eigentlich nur Instagram-Stories gemacht. Also warum ich die Zusammenarbeit bereue, ist, glaube ich, den meisten, die ich schon öfter schauen, klar. Es liegt einfach daran, dass Oceans Apart in meinen Augen nicht wirklich eine nachhaltige Brand ist. Also einfach durch ihre Preispolitik, welche Rabatte sie ausgeben. Es ist so gut wie jeder Influencer bekommt immer -50% Rabatt. Das Ganze macht einfach rein vom rechnerischen, vom logistischen keinen Sinn, wenn es wirklich faire, nachhaltige, produzierte Kleider sind. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht versprechen, unter welchen Umständen das wirklich alles hergestellt wurde, aber auf mich macht das nicht wirklich einen fairen Eindruck. Es gibt verschiedenste Skandale, dass sie irgendwelche Logos und Labels und Siegel erfunden haben und sich einfach gegeben haben, um einen besseren Eindruck zu machen. Die Sets sind wirklich verdammt teuer für die Qualität, die es ist. Also das kann ich euch hier nochmal zeigen. Ja, es macht absolut so gut wie jeder Werbung dafür und macht sich irgendwie gar keine Gedanken dafür. Und da ich persönlich halt viel Wert auf Fair Fashion lege und wenn ich mal ein Fast Fashion Piece kaufe, dann soll es auch gute Qualität haben, damit ich es so lange wie möglich tragen kann. Eine positive Sache, ich möchte jetzt nicht Brands einfach komplett trashen, ist, dass das Waistband von ihren Leggings wirklich eine gute Form gegeben hat. Also das Waistband formt euch wirklich sehr an der Taille, ist relativ eng und macht wirklich eine gute Figur. Aber ich muss halt wirklich sagen, die Qualität ist halt wirklich überhaupt nicht gut. Ich glaube, man sieht es hier an den Tops ziemlich gut, dass dieser Aufdruck sich löst. So gut wie auf jedem Teil. Also ich glaube, es gibt keinen Teil, wo sich das nicht gelöst hat. Dann die Ärmel, die Träger sind halt wirklich so ganz günstige Plastikträger. Hier auch zum Beispiel löst sich der Aufdruck. Was ganz besonders auffällt, ist, dass bei dem Mesh-Einsetzen sich halt die ganzen Fäden und die Gummifäden lösen. Es schaut halt wirklich nicht mehr schön aus. Für den Preis, für die sie sie verkaufen, ist es halt schon echt krass. Ich muss halt sagen, ich habe die Sachen schon angezogen, privat auch. Aber jetzt nicht exzessiv. Also ich habe die jetzt nicht jeden Tag irgendwie im Gym getragen und die dreimal die Woche gewaschen oder so. Und trotzdem sieht sie halt leider so aus. Und was unter anderem halt auch echt krass ist, was ich bei anderen Influencern sehe, die mit Oceans Apart zusammenarbeiten, sie bekommen halt einfach, ich glaube, jeden Monat neue Sachen zugeschickt. Neue Collection, dies, das. Und halt wirklich Unmengen an Leggings und Sportzeug, sodass ich halt von manchen Leuten auch weiß, dass sie die Sachen dann einfach weiterverkaufen oder
einfach spenden, weil sie sowieso nicht tragen. Niemand braucht 30 Leggings, verstehst ja auch irgendwo, aber es ist halt einfach alles andere als nachhaltig. Und ich habe unter anderem auf meinem Delune-Video eine Nachricht bekommen. Wenn ich sie finde, blende ich sie hier oben ein. Ich kann natürlich nicht bezeugen, dass diese Nachricht Wahrheit beinhaltet. Es könnte auch einfach irgendjemand gelogen haben, aber diese Person hat mir auf jeden Fall geschrieben, dass sie anscheinend in der Logistik arbeitet, dass Lelune anscheinend ihre Produkte in derselben Produktionsstätte wie Oceans Apart herstellen lässt und massenweise von China rein importiert und angeblich soll ein Jumpsuit, glaube ich, was hat sie geschrieben? Ein Jumpsuit von Lelune soll angeblich nur 8 Dollar kosten und wird dann für 150 Dollar weiterverkauft. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das überlasse ich einfach mal euch. An der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals bei all meinen Kanalmitgliedern, ganz besonders meinen Tier 2 und Tier 3 Subs hier eingeblendet, dass ihr mich mit eurem kleinen Beitrag jeden Monat weiterhin unterstützt. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao. Anamaku, asu, anamaku, asu, anamaku, asu, anamaku, abwärts, abwärts, abwärts.